Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ich wollte gerade Linas Tasche packen, hier ein bisschen aufräumen, weil Linas Auto ist gerade aufgewacht. Und ja, dafür wollte ich die Kamera abstellen. Aber vorher wollte ich euch noch zwei Sachen zeigen. Lina hat voll das süße Tütütkleid bekommen, womit ich gar nicht gerechnet habe, voll süß. Es ist gerade angekommen, die wollte das auch direkt anziehen, die hat voll geheult. Aber sie ist gerade nicht bei mir, das zeige ich euch gleich. Und dazu hat sie den Kissen. Eigentlich sollte sie nur den Kissen bekommen. Sieht das nicht schön aus, Leute? Sie hat das sowas von schön. Das ist so eine schöne Handarbeit. Und hier hat es sogar so ein Schwänzchen. Ich finde das so schön. Süß. Die hat sogar pinke Wangen. Richtig süß, oder? Genau. Und dann wollte ich meine neuen Armbänder zeigen. Ich mache mal mein, wie heißt das? Haargummi ab. Und zwar sind das diese süßen Perlenarmbänder. Hier steht einmal AEL, Audet Amelina. Danach haben wir hier so ein schönes, wie nennt man das, Fliederfarben. Und hier ist noch so ein Engelsflügel. So jetzt. Ich finde das jetzt sehr, sehr schön aus. Ich verlinke euch auf jeden Fall beide Instagram-Seiten unten in der Infobox und bedanke mich bei beiden Mädels unheimlich gern. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen unterstützen und kann euch somit unter die Arme greifen. Ja, Lina hat schon damit gekuschelt und mal schauen. Jetzt kommt jetzt in ihr Bett und jetzt räume ich hier erstmal auf. Genau, und bereite Linas Wickeltisch vor, weil ich habe schon gesagt, dass ich bei Mama schlafe heute, ja, ne? Ja. So ihr Lieben, was ich euch noch sagen wollte, mich haben einige gefragt, als Linas Zahnungsfeier war, woher ich die Sachen habe. Ich habe die damals aus der Türkei gekauft und wie ihr wisst, ich habe nicht alles benutzt, das heißt, ich verkaufe jetzt die Sachen, die Lina... Jetzt bitte raus einmal. Dankeschön, bitteschön, tschüss. Genau, ich verkaufe die Sachen von der Zahlungsfeier von Lina. Die ich nicht benutzt habe. Obwohl, die wir benutzt haben, können wir auch verkaufen. So, ich muss das alles mal aussortieren hier. Aber hier sind auch noch Sachen, die ich wirklich nicht benutzt habe. So, ich zeige euch jetzt mal einzeln, was alles so dabei ist. So, ich hoffe, ihr kennt mich jetzt gut. Und zwar habe ich einmal, dreimal diese Beutel. Da sind jeweils 5 Stück drin, das heißt, das sind dann insgesamt 15 Stück. Die habe ich damals benutzt, um Süßigkeiten reinzutun. Dann habe ich hier 2 Girlanden. So, genau, so Zahngirlanden. Kann man halt auch benutzen. Da sind große und kleine dabei. Dann habe ich 2-mal solche Girlanden. Die sind noch verpackt, die habe ich gar nicht benutzt. Das sind einmal die. Hier steht dann Ilklişim, mein erster Zahn. Das haben wir damals aus der Türkei gekauft. So. Dann haben wir hier Servietten. Hier steht dann auch mein erster Zahn drauf. 2 Packungen. Das sind 20, 40 Stück insgesamt. Dann haben wir hier so Schilder. Hier steht, Vorsicht, mein Zahn ist raus, ich kann beißen. Dann steht hier, ich habe vor, 32 Zähne zu bekommen. Dann nochmal fürs Mädchen. Und einmal Anissen Prinzessin, Mamas Prinzessin oder Mamas Prinz. Dann haben wir auch hier diese zum Verschenken. Viele kennen das bestimmt. Davon haben wir insgesamt. Da könnt ihr halt, ne, ein Etikett dran machen und den Namen vom Kind draufschreiben und wann sie die Zähne bekommen hat oder wann die Feier stattgefunden hat. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Stück sind das. Und die kann man, das sind halt mit Magneten, die kann man dann am Kühlschrank befestigen. Und zuletzt haben wir noch Teller und hier steht auch nochmal mein erster Zahn. Mein erster Zahn steht da drauf und ja,
Die haben 5 Leder gekostet, 1 Euro noch was, glaube ich dann. Und ja, wie viel sind hier drin? Ich zähle mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück, das heißt 16 Teller. Und genau, wenn ihr die Sachen kaufen wollt, also ich brauche die wirklich nicht mehr, dann könnt ihr mir, unten ist ja meine E-Mail-Adresse verlinkt, dann könnt ihr mir einfach eine Nachricht schreiben und dann machen wir das. Weil ich brauche das nicht, das liegt jetzt in Linas Schrank rum und ich dachte mir, komm, bewahr das auf, aber lohnt sich nicht. Weil ihr wisst, unsere Wohnung ist sowieso klein und warum soll ich dann noch hier Sachen ansammeln, die ich erstmal sowieso nicht benutze. Warum sollen die jetzt 2-3 Jahre hier rumliegen? Deswegen, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mich ruhig anschreiben auf dieser E-Mail-Adresse unten und dann machen wir das. Genau. So, hier sind auch noch Teller. Aber das hat meine Mutter aber damals gekauft. Naja. Genau, die liegen hier in Ninas Schrank drin. Die habe ich hier reingepackt. Genauso. Ja, jetzt warte ich eigentlich nur noch auf den Audit. Bis er sich bereit fühlt. Und dann wollten wir eigentlich auch los. Genau. Mal schauen, wie weit die sind. Ich zeige euch mal dieses Tütü-Kleid. Wow! Oh, komm mal her, wir zeigen dein Kleid. Da läuft die Musik. Zeig mal dein Kleid. Ja, zeig mal dein Kleid. Na? Wow, du hast voll das schöne Kleid. Hast du das Geschenk bekommen? Ja? Willst du Danke sagen? Ja, sag mal Danke. Okay, was heißt Danke? Warte, ein bisschen Gäste. Ein bisschen Gäste. Wow, Ninas Kleid. Total schön. So, ihr Lieben, wir sitzen jetzt im Auto. Nina fängt ihre Puppe schlafen. Und hat ihr ein Tüchlein an. Sie hat uns sowas von zusammen geschrien. Sie wollte das unbedingt anziehen und. Und ja, sie durfte das jetzt anziehen. Ich habe natürlich Wechselklamotten mitgebracht. Und ja, sie scheint sehr zufrieden zu sein mit der Klasse, sage ich, mit dem Rock. Und ja. Genau. Übrigens, Leute, meine Bestellung ist angekommen von modernisa.com. Ich wollte ein Fashion Haul drehen. Wirklich so richtig so ein Haul drehen, wo ich die Sachen anziehe. Das Auto nämlich dann draußen filmt. Aber so ein Scheiß. Das gibt's nicht. Ich habe noch nie so einen scheiß Online-Shop gesehen. Die Sachen sind nicht so, wie die abgebildet sind. Größe S fällt aus wie L. Und kleiner als Größe S gibt's nichts. Es wird auf jeden Fall als zurückgeschickt. Meine Mutter probiert heute noch ihre Sachen aus und dann ihre Sachen an und dann mal schauen. Ja, war schlau. Genau. You're my music, but you tear me to pieces. So where does it come from? Scene that keeps playing on repeat ignores the rule of thumb. Oh, where does it come from? Oh, where does it come from? All your emotions with your heart on your sleeve, it won't fade until you paint it black. I let it burn, you call the fire brigade. So, ihr Lieben, wir haben gerade gegessen, wie man gesehen hat. Wir fahren jetzt in die Arkaden wieder. Wir waren gestern schon da. Und da können wir sich einen Handyvertrag machen lassen mit einem Samsung S8. Und Internet und drum und dran für 30 Euro mit 10 GB Internet. Ja, wir wollten jetzt dahin. Wir warten auf Hakan, der kommt gleich. Und dann schlafen wir, wie gesagt, heute bei Mama. Audit ist ein paar Sachen klein gegangen. Und die Leute guck mal, Lina. Komm. Guck mal. Thank you.
Korean Ginger. Hatte? Like two magnets, we are drawn to each other. You just know how to push all my buttons. Moved out of town and I erased your number, but still I find myself calling.